Ein exzentrischer Schauspieler und Rezitator machte Hochzeit in Rom, Klaus Kinski. Noch vor der Trauungszeremonie ließ Kinski keinen Zweifel, wie sehr er darauf brannte, mit seiner dritten Frau allein zu sein. Als der Standesbeamte die Würde des amtlichen Aktes beschwor, protestierte Kinski, dies sei seine Hochzeit. Der Standesbeamte, ein pensionierter General, besänftigte den sensiblen Mimen, der seine Bedeutung für die Welt schon vor der Trauung in einem Satz zusammenfasste: Der Einzige, vor dem ich bescheiden sein kann, bin ich selbst. Yeah, yeah, Emus Primus, featuring Klaus Kinski. Ey, alles klar, Klaus? Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. MCM und der Typ mit dem Pokerbaum, ich schimpf wie Kinski. Ich will eine Oper! Ja, ganz genau, denn wenn M kommt, dann gehst du. Check it out, DCP-Crew. Verstehst du? Ja, man merkt gleich, dass ich Rapper nicht mehr mag. Ey, wenn du neue Tracks willst, sag ich... Leck mich doch am Arsch! Ja, ist schon klar, dass ich früher für dich cooler war. Mir ist das egal. Ich bin nicht mehr Superstar. Ich war nie der Typ, der jeden mag und alles voll fand. Du weißt schon, so wie damals. In deiner Scheißkarre in Holland! Yo, deine Crew ist schwul, alles andere wär gelogen. Du und deine Crew seid eine... Bande von Idioten! Ja, so sieht's aus. Wenn Klaus das sagt, stimmt das? Ich spiele nicht. Nee. Ich bin das. Ja, ihr denkt, ich wär krank. Aber völlig ohne Grund, ey, seht mich doch an. Ich bin doch völlig gesund! Da war ein Moment, ich komm, wo ich dir die Fresse hau. Du bist ja nicht normal, du Idiot. Ich mach Schlaf, die Verlauf hat mich verlassen. Hau sie nur. Was schlag ich zusammen? Hau sie nur. Wenn du zu frech wirst, ich stelle mit eurer Freundschaft verwandelt. Ihr sagt mich nicht selbst, hört dieser Idiot. Hier muss man immer die Fresse, muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Deine eigenen Sachen existiert überhaupt nicht für mich. Leck mich doch am Arsch, mein dumme Sau. Yo, MCM muss Primus, alle denken, dass ich spinne. Hallo, hören Sie, ich bin es wieder, die Stimme. Ja, erst werd ich gehasst, doch später wollen dann alle Feature. Und die werden es auch tun, mein Lieber. Ja, ich sag, du Idiot. Fang mich an. Und du sagst, danke. Ich bin Berliner. Ja, und ich bin Franke. Also, was ist, ey? Sag uns, wer du bist. Ich sag, ich bin M von ECP. Sonst nichts. Du fragst, wer war Kinski und was hat er gemacht? Ja, auf jeden Fall viel Krache. Das hat er gemacht! Ja, du rappst lieber solo. Sag das doch gleich, ey. Nee, schon okay, Alter. Dann mach doch deinen Scheiß! Ich mach Massen-Amoklauf, einfach nur zum Ausprobieren. Also, aufgepasst, ey. Das kann dir auch passieren! Schrei ich oder schrei ich nicht? Nein, oh, nein! Eigentlich nicht. Produzenten sind so dämlich auf der ganzen Welt, seit immer die meisten, dass es leider damit was zu tun hat, wo der Name steht. Die lassen mich nie ausreden, bringen sie mich vor allen Dingen nicht in Zusammenhang mit anderen Schauspielern. Ich habe nie was gesagt, was jemand anders gesagt hat, schon im Prinzip nicht. Und außerdem habe ich das nie gesagt. Ganz anderes Quatsch. Und das wissen Sie ganz genau. Und das ist ja auch schon ganz schön was, nicht? Ja. Wenn man das wenigstens, wenn das wenigstens existiert, ist ganz schön. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Ich wundere, war ich im Irrenhaus nur deswegen, weil ich einem Amtsarzt die Fresse eingeschlagen habe, der von mir also intime Einzelheiten wissen wollte. Naja, ist es wurscht. Klaus und die Schüler, Marcel! Es geht nicht um die Rechte eines Publikums. Und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, um mir ein Interview zu machen. Gehen Sie doch hin in Deutschland und hören Sie an, was ich sage. Dann brauchen Sie keine blöden Fragen mehr zu stellen. Ich bin 45 Jahre alt und von einer Analphabete muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen.